Richtig eng wird es ja mittlerweile in den Küsten rund um Birmingham, an den Stränden, an den Ufern, wo die Bürger flanieren oder einfach nur stehen und aufs Wasser hinausschauen, auf das hektische Treiben dort. So viele Handelsschiffe, die ja mittlerweile unterwegs sind, die dicke Container von einer Stadt zur anderen transportieren, Aquazuchtanlagen im Westen und Südwesten vor Birmingham, wo all die Fische gefüttert und herangezogen werden, die dann irgendwann auf unseren Tellern landen und die dann uns schließlich füttern werden. Wir haben mittlerweile auch die heilige Stätte endlich fertig in Birmingham, südwestlich. Kommt ein Tourist vorbei. Das ist, glaube ich, ein Tourist. Das ist ein ägyptischer Apostel des Taoismus, der völlig fasziniert davon ist, mal diese heilige Stätte hier zu beobachten und zu besuchen. Ich glaube, das sind diese Auslandstouristen, von denen die Statistik die ganze Zeit redet und die wir jetzt mal endlich im Spiel auch sehen können. Das ist der Kultursieg, den wir uns annähern. 19 von 74 benötigten Touristen locken wir mittlerweile hierhin. Das ist eine schöne Geschichte und einer davon, da bin ich fest von überzeugt, das ist dieser taoistische Apostel. So, genug geschwätzt. Rainer Birmingham, wir hatten in der letzten Folge uns gefragt, was bauen wir? So viele Möglichkeiten. Überraschung. Das ist jetzt, kommt jetzt wahrscheinlich wirklich sehr überraschend. Ich baue die Renaissance-Mauern. Bringen plus 3 Tourismus. Wir brauchen nicht zwingend nochmal Wohnviertel und sowas, weil wo soll man die ganzen Leute denn hier arbeiten lassen? Die auf dem Land ist sowieso alles überfüllt und auf dem Wasser könnte man das halt zukaufen, aber das ist ja nicht so wahnsinnig ertragreich hier. Und in den Bezirken könnte man die Leute schuften lassen. Das machen wir aber teilweise schon. Weiß nicht so richtig. Wenn wir uns das hier mal anschauen, wir haben hier plus 4,8. Das ist eigentlich ein geringer Nahrungsüberschuss. Ich packe hier noch die Leute rein in die Kultur. Da produzieren wir noch mehr Kultur. Und dann haben wir hier plus 3,4 an Nahrung. Das reicht ja auch noch. Wenn ihr euch ein bisschen mal hier so umschaut, das sieht doch gut aus. Wir können es ja automatisch machen. Ich gehe hier auf Kultur drauf. Kultur und Produktion sind jetzt hier im Fokus. Wir könnten auch auf die Forschung hier noch gehen und mehr Forschungspunkte generieren. Ich mache mal einen Klick hier auf die Forschung, dann ist hier auch das Campus noch besetzt und dann haben wir sogar einen Malus bei der Nahrung. Das geht ja ganz und gar nicht. Dann, was machen wir denn dann? Wir nehmen mal einfach den Fokus hier wieder raus. Sind wir wieder bei einem knappen Nahrungsplus und alles gut. Also, wenn wir das Wohnviertel bauen würden, dann hätten wir zwar mehr Wohnraum, aber wofür? Aber wir würden das ja ohnehin nur bauen mit Blick auf das Einkaufszentrum, was man darauf errichten kann, was plus 4 Tourismus bringt, aber der Weg dahin ist halt lange, viele Runden, mindestens 8 Runden Wohnviertel, dann noch das Einkaufszentrum, bauen wir gleich die Renaissance-Mauer, dann haben wir 3 Tourismus, ist da alles gut. Hier in Jerusalem, Wasserpark mittlerweile fertig, hier steht er, nächster Schritt, ihr ahnt es, ein Riesenrad plus eine Annehmlichkeit und plus 2 Tourismus, sehr schön. Und hier sind wir angekommen mit Sun Gifu und lassen ihn mal Tiefsee tauchen, nein, in der Küste tauchen, mal gucken, was er hier findet. Ein Wrack aus einer Seeschlacht zwischen Victoria und Cleopatra. Seit der Klassik liegt es hier. Ja, so ein Zeichen unseres Triumphs über Cleopatra kann man, glaube ich, am meisten feiern, wenn es schon ein Wrack ist. Wenn es das Wrack eines feinen Schiffes ist. Ansonsten könnte man eventuell auf komische Gedanken kommen. Wir wollen mal ein gesunkenes Feindschiff ausstellen. Und dieses Schiff besteht aus einer Axt. Ja, hol mich die Axt. Unfassbar. Ausgestellt in Birmingham. Das heißt, in Birmingham, wahrscheinlich immer da, wo man gerade nicht hinguckt. Lass uns mal scrollen. Sie haben mal gleich 2 von den Äxten nebeneinander. 4 Plätze sind noch frei. Das heißt, den Kollegen hier, für den haben wir noch 4 Plätze. Da oben ist einer. Da können wir noch einen weiteren Pin reinstellen. Den hatte ich glatt übersehen hier. Also 4 Plätzchen hier. Wo könnten wir, wo sind hier noch Pins? Da ist einer, da ist einer. Da ist einer, aber der flitzt ja auch noch in der Gegend rum. Den sollten wir auf jeden Fall als nächstes holen, denke ich mal. Hier ist ansonsten weit und breit erstmal nichts. Nichts, was ich markiert hatte. Also, der soll bitte dorthin. Und das Übliche, ein weiterer Zeitalterpunkt, den wir gar nicht mehr brauchen. Das nächste güldene Zeitalter ist sicher für uns. Wir haben jetzt 452 Gold. Dann wollen wir mal in Uluru etwas kaufen, nämlich einen Kornspeicher plus 2 Wohnraum.
Hier ist ein Bürger übrigens verschwunden beim Rundenwechsel, weil wir einfach keine Nahrung hier hatten. Das ist echt bitter. Der kommt jetzt aber sicher bald dazu. Und jetzt haben wir plus 1-1, immer noch dürftig. Ich würde echt gerne. Also wir müssen uns entscheiden. Entweder kaufen wir die Felder hier dazu mit dem Gold, das wir uns holen, um hier den Nationalpark zu errichten. Oder wir kaufen hier erstmal einen Handwerker oder an anderer Stelle. Handwerker ist aber teuer. Wir holen uns mal das hier dazu. Das brauchen wir auf jeden Fall. Denn der Nationalpark soll auf einer Raute stehen. Und ich glaube, lass uns mal kurz nachschauen. Anziehungskraft, genau. Das hier hat wie viel Anziehungskraft hier? Plus 4, das sind plus 6. Das ist, wir brauchen eine senkrechte Raute. Plus 6, plus 5. Plus 5. Das heißt, hier wird der Nationalpark stehen. Und hier, da können wir gleich eine Weide uns holen. Dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass die Leute hier hungern. Dann machen wir das. Das ist so ein kleiner Kompromiss. Ich kaufe mal das Geländefeld hier dazu. Dann sehen wir auch gleich, dass die Bürger hier gescheit aufgestellt sind. Und dann haben wir hier in einer Runde den nächsten Bürger und dann gucken wir weiter. Eine Runde hier das nächste Feld, alles gut. Okay. Und der Naturforscher bleibt erstmal hier. Er wird irgendwo hier vorne, wird er das, den Nationalpark bauen, aber das hat noch ein bisschen Zeit. So, und Tourmont oder wie immer er heißen mag, ich weiß leider nicht. Noch nicht mal das Geschlecht. Es scheint doch ein Mann zu sein, oder? Obwohl, diese haben, glaube ich, alle Männergestalt hier. Ich weiß auch nicht dessen Nationalität. Ach Quatsch, es ist ein Engländer, selbstverständlich. Buddelt hier was aus. Und es ist ein Artefakt von Sondok, der kindlichen Kaiserin. Eine Karte. Und als nächstes soll er direkt mal hier hin. Er ist ausgeheilt mittlerweile. Ein weiterer Zeitalterpunkt, eine Runde weiter. 17 Gold haben wir im Augenblick nur. Das ist wenig, das ist dürftig. So, und hier können wir wieder was ausbuddeln. Mal gucken, was es ist. Erstaunt. Ein Artefakt von Kleopatra oder der Barbaren. Ich staune ja über Kleopatra. Ich will immer Kleopatra-Artefakte haben. Eine Katze. Genauso hinterlistig und unterschaubar wie ihr Frauchen. Eine Mumie. Womöglich ein Indiz dafür, dass auch ihr Frauchen irgendwann mal den Weg alles Vergänglichen gehen wird. Unsere Erzfeindin Kleopatra. Ausgesteckt. Ausgestellt. In Vollex. Vier Werke fehlen noch. Victoria oder Barbarenland? Eine Silbermünze. Sehr schön. Dann geht's von hier aus mal direkt hier weiter. Und mit ihm hier eins, zwei, drei, vier Plätze waren ja noch frei. Holen uns die drei da oben und das vierte hier. Mhm. Und dann haben wir noch den hier. Der hatte noch zwei. Da kann man im Augenblick nicht hinziehen. Weil da ein Rebell steht. Dann ziehen wir mit ihm mal hier oben hin. Denn ich weiß nicht mal, wer von euch, einer von euch hatte das erklärt, und das fand ich sehr, sehr lieb, den anderen Zuschauern. Einer hatte gefragt, ein anderer geantwortet. So muss es sein. Wenn ein solcher Archäologe kann zwar nicht getötet werden, wenn eine Feindeinheit auf ihn drauf zieht, aber er wird dadurch vertrieben. Er wird dann zurückgebeamt in eine unserer Städte. Bin mir nicht sicher, ob es die nächstgelegene ist oder die Heimatstadt. Ich glaube, es ist die nächstgelegene. Dann muss er auf jeden Fall nochmal neu losfahren oder nochmal neu hinsegeln oder was auch immer.
könnte jetzt unser, ich glaube, erstes japanisches Artefakt werden. Nein, zum Dogma wieder. Eine alte Amphore ohne Korken. Der ist schon längst verschütt gegangen. In London ausgestellt. Und London müsste doch irgendwann voll sein. Noch vier Plätze hier. Vier Plätze frei. Sich lange kein fremder Herrscher mehr darüber beschwert, dass wir aus seinem Grund und Boden Artefakte ausbuddeln, sprich seine Kulturschätze rauben. Eine große Persönlichkeit, Mary Shelley, das ist, finde ich, echt sehr, sehr spannend. Das ist ja die Schriftstellerin, die Frankenstein, den Roman Frankenstein, geschrieben hat, wird auch hier als Schrift angeboten und das ist wirklich ziemlich heftig, weil die hatte einen Bekanntenkreis, diese englische Schriftstellerin, da wurde fleißig gesoffen und es wurden fleißig Drogen zu sich genommen und die hatten irgendwann mal eine Bildungsreise, die führte, glaube ich, nach Italien, an den Genfer See, glaube ich, da haben sie und ihre Rausch- und Literaturkumpane haben dort einen Sommer, glaube ich, am Genfer See verbracht. Das ist so mein Viertelwissen, Halbwissen möchte ich das nicht sagen. Als solches möchte ich das nicht bezeichnen, dass ich jetzt ohne Google, ohne zu Google mal über euch ausschütte. Vielleicht mag der eine oder andere das mal bei Wikipedia nachschlagen, wie sehr WBs Legende von der Wirklichkeit abweicht. Jedenfalls haben die dort einen Sommer verbracht und den unter anderem damit verbracht, sich Geschichten zu erzählen. Und Geschichten zu erfinden, die niederzuschreiben. Und dabei unter anderem ist halt auch Frankenstein entstanden. Ein echt schöner Schauerroman. Und Frankenstein ist, allgemein denken ja viele Leute bei Frankenstein, das Monster würde Frankenstein heißen. Im Roman heißt tatsächlich der Arzt, der Frankensteins Monster erschafft, Frankenstein. Sehr schön und wir bekommen einen Zeitalterpunkt nach dem nächsten. Müssen gar nicht wohin damit. Jetzt schaut mal rechts unten. 160 von benötigten 152 haben. Ja, wow. In Liverpool, das Riesenrad steht und dreht sich. Und jetzt bin ich höchstgradig motiviert, ein Aquarium draufzusetzen, weil die plus eine Bonusannehmlichkeit, die jetzt hier entsteht, die wird halt in allen Stadtzentren 9 Geländefelder weit, gilt die auch. Der Naturforscher, mit dem warten wir und warten wir. Ach, wisst ihr was, wir warten hier nicht länger. Wir kaufen dazu. Wir könnten natürlich gleich auch so eine Karte uns holen. Ich glaube, plus 20% billiger Geländefelder zu kaufen. Aber so unglaublich viel ist das ja nicht. Dann haben wir die am Hals, die Karte. Und brauchen die ja sonst eigentlich fast nie. Weiß ich nicht. Wo haben wir die denn? Das ist so eine gelbe Karte, ne? Kann sie im Augenblick nicht entdecken. Hier, genau da, wo der Cursor drauf ist. Reduziert die Kosten für den Kauf eines Geländefelds um 20%. Weiß nicht, ob wir die so oft brauchen werden. Ich denke eher nicht. Also, wir kaufen hier mal. Und kaufen wir mal. Das fällt hier oben dazu, falls von oben eine fremde Stadt denkt, oh, in zwei Runden schon hier, da können wir ja fast schon abwarten, schaut mal. Weil wir hier so viel Kultur produzieren in Uluru, dank der vielen Felder hier rund um Uluru, produzieren wir wahnsinnig viel Kultur und die Stadt dehnt sich von alleine aus. Da brauchen wir ja gar nichts. Eventuell mit ein bisschen Glück kommen die Felder auch gleich dazu, die sind ja auch attraktiv. Weil die so viel an Kultur und an Glauben produzieren. Also da warte ich erstmal ab. Das wäre dann doch eine gute Gelegenheit, nachher ein paar Handwerker zu kaufen. So, Mary Shelley. Ein Literaturwerk, da ist wieder die Frage, wo hätten wir gerne die Werke? In welcher Stadt? Im Amphitheater können die ausgestellt werden. Warum nicht in Delhi? Zum Beispiel.
kulturell ist das ja schon ziemlich ausgebaut hier, ne? Soll Australien wachsen? Abydos wächst schon. Liverpool, Birmingham, London, Leeds. Ja, in Leeds noch ein bisschen mehr. Da hätte ich schon gerne mehr Kulturdruck. Manchester auch. Ja, kann man machen. Ja, dann machen wir das hier. Dann machen wir das hier in Leeds. Schicken wir sie hin. Eine Runde weiter und jetzt haben wir gleich eine kulturelle Errungenschaft. Und, achso, mit dem wollten wir ja hinziehen und das geht nicht. Er ist ein Siedler der Koreaner unterwegs. Ach, dann warten wir einfach eine Runde ab. Wir warten einfach eine Runde ab. Der zieht von alleine weiter. Die Frage ist, wohin? Jetzt in der Spielphase noch Städte gründen. Okay, man hat ein paar Gratis-Einwohner zum Start. Wenn man die Zeitung nicht liest, ist man nicht informiert. Wenn man die Zeitung liest, ist man falsch informiert. Mark Twain, witzigerweise dieser Pressekritiker, selber ein Journalist. Christo Redentor könnten wir bauen. Tourismus plus 100% Tourismusproduktion von Seebädern. In der eigenen Zivilisation, auf deren Erforschung, steuern wir ja hin. Das ist schon interessant. Aber sehr teures Weltwunder, 1026 Produktionen, ui. Dann Broadway, mehr Kultur und alles mögliche andere, was durchaus hilfreich ist, aber auch nicht zwingend, wenn auch hilfreich für einen Kultursieg und weniger Kriegsmüdigkeit, ist mal vollkommen Schnuppe. Jetzt schauen wir hier mal rein, die Militärkarte ist weg. Da ist jetzt eine... Hier könnten wir uns mehr Loyalität holen. Renaissance-Mauern generieren plus 2 Wissenschaftler, haben wir sehr viele von. Das müsste immens viel Wissenschaft bringen. Da verzichten wir stattdessen auf das Gold. Das sollte sehr hilfreich sein. Und jetzt können wir auch schon damit beginnen. Auf Handwerker, ne, wir gehen erstmal raus und schauen mal, wann das denn die nächste Karte kommt, ob es jetzt schon Sinn macht, in nur 5 Runden die Mobilisierung. Ein weiterer Gouverneurstitel, danach geht es über die Ideologie hin zum Wahlrecht und der Demokratie. So hab ich das geplant auf jeden Fall. Wir können jederzeit übrigens auch für nur eine Runde hier was einschieben, falls wir eine Karte wechseln wollen. Aber lass uns mal so sagen, wir sammeln noch ein bisschen Gold an und in 5 Runden kaufen wir dann oder bauen wir dann mit der Karte, die wir uns dann holen. Ideologie, da geht ja dann ganz fix die ganzen Bauarbeiter. Sollen wir das so machen? Das heißt, wir gehen hier oben rein in mehr Wissenschaft. Checken aber auch mal alles andere, was wir haben. Das bringt hier nicht so viel Gold, das hat man schon mal über uns angeschaut. Mehr Produktion für Spione, ja. Also die sind hier alle schon top. Die grünen Karten sind top und die gelben. Also ich lasse das erstmal weg mit dem Handwerker. Darüber hatten wir gerade gesprochen. Klar, mehr Annehmlichkeiten. Das können wir machen. Das ist die Handwerkerkarte, die wir uns in 5 Runden holen wollen. Tja, ansonsten sehe ich hier nichts, was wir... Schnelleres Wachstum wäre für die neue Stadt interessant, aber 5 plus 15% ist nicht so unfassbar viel. Hier die versuche ich, die lasse ich mal weg, die Landvermessungskarte. Vielleicht holen wir uns die später, wenn wir in 5 Runden halt einen Wechsel haben. Und nur für 2 Runden mal irgendwas uns holen, wo wir auch mal
Gold sparen wollen beim Kauf. Wir lassen alles so, wie es ist. Wir lassen alles so, wie es ist jetzt. Und wir haben im Augenblick, wie viel, ah, das kann man so schlecht lesen da oben. Heißt das 116? Wissenschaft? Ich glaube ja. 134. Das hat sich mal gelohnt. Ah, Hojo Tokimune. Sehr gerne, mal schauen. Ein Wrack liegt hier, eine Schlacht zwischen Sontok und den Japanern. Und ein kleines süßes Münzchen. Und dafür, für diese einzelne Golddublone, sind wir hier bis auf den Grund des Küstengewässers hinabgetaucht und haben eine Runde gewartet. Ja, da muss man schon ein Archäologieliebhaber sein, um sich daran erfreuen zu können. In Australien ausgestellt. Ich glaube, es fehlen jetzt noch drei Werke hier. Genau, drei fehlen hier noch. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei. Hier die drei oder das da oben. Und hier die beiden sind noch frei und die können wir uns von ihm dann holen. Ne? Dann laufen wir mit den Kollegen mal hier oben hin jetzt. Weil das geht vermutlich schneller. Mary Shelley. Erschafft Frankenstein. Ich betrachtete das Wesen, das elende Monster, das ich erschaffen hatte. 346 Tourismus mittlerweile. Da kommt gleich noch eine Schrift dazu. Ein Kelch, den wir hier holen, in einen Fist im Archäologischen Museum ausgestellt. Einen noch, ein Artefakt können wir hier noch ausstellen. Was soll das letzte sein? Die ist ja nichts mehr. Ein einzelnes noch, wohin sollen wir ihn schicken? Das ist aber doof. Weit und breit nichts. Tauschen kann man übrigens nicht, man kann hier oben können wir ihn hinschicken. Man kann es tauschen, wenn ein Museum voll ist. Einer von euch hatte sich in dem Kommentar vor ein paar Folgen drüber beschwert. Ich glaube, es war Kalmar Sutra. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin einer Meinung. Ich finde, das ist eine überflüssige Restriktion. Das ist eine Regel, die man ruhig abschaffen könnte. Ich würde auch gerne bei halbvollen Museen tauschen. Ja, wir schicken ihn hier hin. Direkt vor die Tore von Abydos. Der Naturforscher setzt nochmal eine Runde aus. Ah. Einmal ein indisches Artefakt hier weit oben im Norden. Sehr interessant. Ein Aspis. Eine Aspis, ein Rundschild. Oh, ich habe ganz vergessen, zu welcher Stadt er gehörte. Ist mir jetzt leider entfallen. Jetzt haben wir, er hat, glaube ich, noch einen einzigen Aktionsslot. Da wollten wir hier hin. Oh, was wollen die denn hier? Das sind die Inder. Nein, das ist Toronto. Der Stadtstaat Toronto. Unser Stadtstaat fährt mit einer Bombarde spazieren. Die braucht ein bisschen Auslauf. Vielleicht auch einfach nur... Vielleicht braucht er so einen Bombardenfahrer oder Führer, auch einen Führerschein und muss regelmäßig den auffrischen. Vielleicht ein Fahrschüler, der unterwegs ist. Ein Bombardenfahrschüler mit seinem Fahrlehrer. Jemand von der Presse. Das ist vielleicht auch ein seltenes Ereignis. Ja, tut mir leid, manchmal geht mit mir die Fantasie durch. Oder habt ihr eine glaubwürdige Erklärung? Falls ja, postet sie auf YouTube, falls ihr glaubt, ihr hättet eine bessere Hintergrundgeschichte dafür. Nur zu, meine Kommentarspalten sind eure Kommentarspalten. Tobt euch aus.